schönen guten Morgen. Da bin ich schon wieder mit ein paar Sommer-News, obwohl das Wetter ja echt zu wünschen übrig lässt. Aber ich habe so ein paar Teile, so wie diesen Poncho, den könntet ihr auch über einem Rollkragenpullover tragen. Ja, traurig das Wetter, aber wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Der Sommer kommt bestimmt, also ich bin immer noch guter Hoffnung. Und wenn nicht, dann fliegen wir irgendwie alle 5 Wochen in Urlaub. Und dann brauchen wir hier so ein geniales Sommeroutfit. Also ich liebe diese Ponchos, die gerade bei uns eingetrudelt sind. Wir hatten ja schon öfter diese Lochshirts, aber jetzt sind die Löcher noch ein bisschen größer. Also es ist einfach nur so ein cooles Teil. Also ja, das hat nichts mehr damit zu tun, dass man was anhat. Also das könnte man gerade noch über ein Bikini anziehen, aber eigentlich braucht ihr tatsächlich eine Bluse oder ein Pullover oder ein Top, wie ich es hier anhabe, um darunter natürlich was anzuhaben. Ich habe das hier nochmal kombiniert mit dem langen Blusentop, das finde ich genial darunter. Dann hat man eben auch hier das schön noch ein bisschen locker hängen. Aber dieser Poncho, der ist ja wohl mega, oder? Also ich finde den total genial. Der peppt jedes Outfit auf. Also ihr könnt das jetzt auch mit einer coolen Baggy-Hose tragen oder mal hier so ein bisschen schick kombiniert. Also im Urlaub ist es ein absoluter Hingucker, finde ich. Mega. Also nicht nur im Urlaub, sondern wenn die Sonne dann mal rauskommt, hier auch. Ja, und ich habe hier so neue Höschen für euch. Das sind so ganz kleine Plissé. Also das ist eine Plissé-Hose, so ganz klein plissiert. Sagt man plissiert? Ich hoffe, ja. Hört sich so ein bisschen an wie dressiert. Aber genau. Und das ist eine mega coole Hose, weil die absolut nicht verknüttert. Also ich hatte die hier schon total verkrumpelt irgendwie in Tüten liegen. Nein, die verknüttert gar nicht. Also müsst ihr gar nicht bügeln. Die perfekte Urlaubshose und wiegt gefühlt 100 Gramm. Also ist ganz, ganz dünn das Teil. Das ist natürlich so eine mega Gartenhose auch, wo man sich einfach in die Ecke schmeißt im Sommer und es verknittert nicht. Ich finde so Teile immer geil. Also ich finde es immer geil, wenn ich nicht gucken muss, ob ich hinterher, wenn ich aufstehe, irgendwie total im Eimer bin. Ja, total genial. Auch diese Hosen, die könnt ihr tragen so bis 44. Und ich habe da ganz viele Farben für euch auf dem Programm. Und zwar habe ich die mal in verschiedenen Sommerfarben hier für euch eingekauft und die könnt ihr alle, könntet jetzt das Outfit natürlich auch noch anders kombinieren, also zum Beispiel hier mit so einer Türkisfarbe oder hier gibt es nochmal so ein Aquamarin, auch sehr schön, oder in Rosa. Ihr könnt natürlich auch die Tops je nach Farbe in der Hose dann nochmal anders kombinieren. Sehr schön ist auch die weiße Variante hier mit dem weißen Poncho zusammen. Und ich habe noch eine schwarze Variante, aber die zeige ich euch gleich noch angezogen. Ich wollte euch nur mal ganz kurz, ach, jetzt habe ich die Hose rumgedreht, die Farben von dem Poncho zeigen. Da habt ihr natürlich auch noch mehr Farben. Und zwar gibt es den in so einem Anthrazit, in Beige, in Schwarz und in Creme. Also da habt ihr wieder alle Farben, die man so für den Sommer braucht. Ja, sehr cool. Und ich habe das hier so ein bisschen einfach off-shoulder gezogen und dann kann man das überall drüber werfen. Ich habe aber übrigens natürlich auch immer den passenden Hut jetzt dazu. Aber ich habe hier noch eine zweite Variante, auch so ein Lochteil. Das hat nochmal das so ein bisschen asymmetrisch geschnitten. Und das ziehe ich jetzt nochmal mit der schwarzen Hose kurz über. Ja, auch sehr genial hier in so Schwarztönen. Das finde ich ja fast noch geiler. Also ich bin ja immer bei Schwarz mit dabei. Da könnte ich mich jetzt nicht entscheiden. Das Helle ist natürlich im Sommer auch immer toll, aber Schwarz auch immer. Ich finde diese Teile mega. Schaut mal, das ist hier so asymmetrisch geschnitten und das hat Arme auch. Das ist ja sowieso hier dann Kurzarm, also das ist jetzt nicht so lang wie das Poncho-Ding. Die sind beide echt genial. Also ich könnte euch da jetzt nicht sagen, welches schöner ist. Ja, nehmt einfach beide. Dann habt ihr die Qual der Wahl ausgeschlossen. Dann habt ihr beide Teile. Also sie sind wirklich sehr, sehr schön und machen so richtig Sommerlaune. Ne? Und ich finde auch hier so ein bisschen Offshore und so finde ich immer cool. Ich habe jetzt das Blusentop hier mal rausgelassen. Also ich stecke das ja immer gerne rein. Aber ich fand jetzt hier tatsächlich, dass das so schön lang ist. Das ist sehr vorteilhaft bei diesem Teil. Der Kashi hat gesagt, ich soll mich mal drehen im Video. Soll ich es mal machen? Ja. Ja. Tada! Also ich kann es sogar ohne umzufallen. Dann sieht man die Teile eben auch noch von hinten, ne? Gar nicht so schlecht. Also wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe hier die Hose nochmal in diesem Schwarzton an, auch so mit lila Tönen, finde ich sehr, sehr elegant. Schwarze Schüchen, schaut mal, die Schläppchen sind auch neu. Die haben nochmal so einen Absatz, den man sehr gut tragen kann, mit so ein bisschen Gold hinten am Absatz, auch sehr schön. Und die passen jetzt auch perfekt hier nochmal zu diesen Höschen. Ja, was soll ich euch noch sagen? Wunderschöne Teile. Gibt es natürlich auch wieder in den gleichen Farben, weiß, cremefarben, dann in Anthrazit und in so einem Camelton. War das eigentlich auch, doch, das war eben auch mit dabei. Das ist ja eher so ein helles Camel. Finde ich auch mal sehr, sehr schön für den Sommer und natürlich das Schwarze, was ich anhabe.
Ja, sehr, sehr genial. Also wer da mal Lust drauf hat, und ihr könnt die natürlich auch kombinieren jetzt einfach mit einer schwarzen Hose, dann ist es noch mal so ein bisschen schlichter und dann ist wirklich der Hingucker dieses Netzteil. Das finde ich auch immer sehr elegant. So, dann habe ich hier noch mal ein ganz schlichtes weißes Outfit, aber ich werde euch überraschen mit den Accessoires. Ja, Mädels, was eine geile Bluse. Ich bin schockverliebt in dieses Teilchen. Das ist eigentlich total schlicht, aber ein absoluter Hingucker. Schaut mal. Also vorne kurz und hinten lang macht ja bekanntlich sowieso immer mega schlank. Und das ist für mich wieder so ein Kleid eigentlich, aber mit Beinen, also mit Hose. Total genial. Also das geht sofort mit nach Hause. Absolut schockverliebt hier mit Taschen dran. Was soll ich sagen? Also wirklich mega Teil. Ihr könnt das tragen mindestens bis 46. Das ist auch noch total groß. Und dann sieht man hier nur diesen Beinausschnitt. Also ich finde das ja total genial. Ja, hat sich mal wieder jemand was ganz Tolles einfallen lassen. Und ich habe das jetzt mal einfach ganz in Weiß an und habe das mit so richtig krassen Accessoires, also ruhig mal ein bisschen bunt kombiniert. Was sagt ihr denn dazu? Ich finde das sehr, sehr schön, wenn man einfach mal so ein bisschen, ja, das Bunte nur an den Accessoires hat. Also ich habe hier ganz tolle neue Armbänder für euch, so ein Vierer-Set. Da, ja, die könnt ihr halt einzeln tragen oder eben so, ne, mal ein bisschen dicker auftragen, finde ich auch sehr schön. Man könnte aber auch zum Beispiel zwei und zwei machen an die Arme, das finde ich auch ganz cool. Wenn man keine Uhr trägt, dann kann man das auch mal so tragen. Dann habe ich die passende Kette dazu, die finde ich auch sehr genial. Und schaut mal, was ich hier für wunderschöne Schuhe für euch habe. Können wir da noch mal irgendwie ein bisschen näher dran gehen oder wird es schwierig? Ich kann ja immer nicht so. So, okay. So. Ja, das ist hier so ein bisschen im Gucci-Style, muss ich sagen. Also sehr genial mal hier mit so Muster drauf. Aber da muss man wirklich auch, glaube ich, obenrum es schlicht halten, dass man dann solche Schuhe tragen kann. Mal was sehr Spezielles, aber finde ich einfach mal was anderes und cool gemacht. Und natürlich habe ich auch noch eine schöne Handtasche für euch. So im sommerlichen Look. Die gibt es in mehreren Farben. Das schaut einfach nochmal im Shop. Also die gibt es auch ein bisschen dunkler und, glaube ich, noch ein bisschen heller. Und diese tollen Tücher habe ich jetzt mal neu eingekauft. Das sind so ganz dünne Tücher, die man an die Taschen dran binden kann. Die könnt ihr euch auch um den Hals machen, so als kleines Halstuch oder hier so, ja, einfach um jede Tasche nochmal aufzupeppen. Finde ich das total genial, weil man kann das dann farblich einfach ändern. Wenn ich morgen in Rosa gehe, dann mache ich mir eine rosa Schleife dran, ne? Also oder schwarz, je nachdem, was ich halt anhabe. Sehr, sehr genial. Und dieses Outfit, also ich liebe es jetzt schon mit dem ganzen Bunten, das ist genau meins. Also bunt, aber nicht zu bunt irgendwie. Bunt und doch weiß irgendwie, ne? Total cool. Ja, sehr, sehr genial. Hier habe ich nochmal die Farben von der Bluse. Da ist übrigens eine Kette mit dabei. Das ist dann eher so ein bisschen schlichter, das Ganze. Aber also hier hängen übrigens jetzt gerade zwei dran. Da müsste man mal eine abmachen. Dann sieht man auch, wie die Kette aussieht. So sieht nämlich die Kette aus. Also ihr könntet jetzt, wenn ihr mit einer schwarzen Hose, das dreht sich jetzt auch die ganze Zeit rum. Okay, da ist nochmal so ein Stern hier in der Mitte. Könnte man jetzt mit einer schwarzen Hose auch kombinieren. Oder eben ganz in beige zum Beispiel das Ganze wieder und dann auch wieder mit bunt kombinieren. Also das sieht natürlich wieder ganz anders aus, wenn man hier nochmal ein bisschen Farbe ins Spiel bringt. Oder ihr könnt das Ganze auch sehr edel in schwarz kombinieren. Also diese Blusen sind mega. So, dann sind wir damit durch. Übrigens, die Hose, die ich anhabe, ist wieder meine Lieblingshose hier, die Glanzhose. Ich glaube, die hat mittlerweile jeder oder ich habe es schon so oft erklärt, dass ihr es sehr wahrscheinlich nicht mehr hören könnt. Das ist die Dreiviertel Glanzhose, ganz normal geschnitten. Ja, das Höschen kann man den ganzen Sommer tragen, weil es irgendwie zu allem passt. Auch sehr genial. So, dann habe ich noch mal ein bisschen bunt für euch. Das wird mal ein bisschen blumig. Ja, ich würde sagen, es darf auch mal ein bisschen Flower Power hier aufs Programm. Die Hosen sind mega. Hier so ganz tolle Bermudas mit diesem Blumenprint drauf. Und die sind ganz groß, Mädels. Also, ihr könnt ihr bestimmt tragen bis 44, 46. Ich würde sagen bis 46. Also, die sind ganz elastisch und wirklich groß. 46 geht. Und bei der Bluse geht tatsächlich auch 46. Die ist nämlich auch mega groß. Also, wieder mal was auch für größere Größen. Der Stoff ist der gleiche wie bei dieser Longbluse. Das ist hier so ein Viskoseblüschen. Also das sind ganz, ganz dünne und luftige Teilchen. Die könnt ihr wirklich hier so Basic-Teile den ganzen Sommer übertragen. Mega zu dieser Hose in diesem Creme wieder hinterlegt. Finde ich sehr, sehr schön. Und ja, ich habe hier nochmal diese Clogs dazu an. Das sind Clogs wie früher, nur nicht so schwer. Sie sind ganz federleicht. Da könnt ihr super bequem drin laufen. Finde ich ein mega
alltagstaugliches Outfit, was man so jeden Tag tragen kann. Ihr könntet jetzt von mir wieder noch die Netzstrickjacke auch drüber kriegen, wenn es mal ein bisschen kälter ist. Dann kann man hier nochmal so ein Jäckchen drüber ziehen und dann ist man fertig im Sommer. Ja, und die Kette, die ich hier um habe, die ist auch nochmal neu. Und zwar habe ich neu im Programm hier so Zweierketten. Da habt ihr einmal die lange Version und einmal die kurze Version. Das ist im Set, aber ihr könnt die natürlich, also die sind getrennt und ihr könnt auch einfach nur die lange Kette tragen. Oder wenn ihr mal einen Ausschnitt habt, jetzt hier ein bisschen tiefer von der Bluse, dann einfach nur mal die kurze. Finde ich sehr geil, weil kurze Ketten werden irgendwie in letzter Zeit relativ selten verkauft, außer die von Magic Pearl, die wir immer haben, die sind ein bisschen kürzer. Also finde ich hier mal ganz schön, weil oftmals hat man ja im Sommer wirklich so einen tollen Ausschnitt und dann möchte man da nur eine Kette rein. Oder ja, hier die lange Version. Ne? Oder ihr tragt sie wie ich eben beide, das kann man natürlich auch machen. So, jetzt zeige ich euch noch ganz schnell auch die Hose in der zweiten Farbe, weil die ist so genial, die muss ich einfach nochmal ganz schnell anziehen. Ja, letztes Outfit, nochmal die Blumenhose hier in diesem wunderschönen Taupeton, finde ich auch sehr genial, weil es dann nicht so bäm ist, es ist eher so ein bisschen schlichter und trotzdem Hingucker, finde ich. Und dazu habe ich nochmal hier so eine ganz tolle Bluse für euch in der passenden Farbe, die habe ich extra gesucht, damit die zu den Blumen passt. Und die hat nochmal so eine tolle bunte Kette hier dabei. Ich finde, das passt jetzt auch hier irgendwie nochmal toll dazu. Die Bluse hat ein ganz tolles Gemisch und zwar die 80% Baumwolle und 20% Leinen. Habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen. Und die hat einen ganz tollen Takt. Also es sieht wirklich so ein bisschen aus wie Leinen, aber knittert überhaupt nicht. Hier, schaut mal. Und die fällt ganz, ganz weich und ganz luftig. Also wirklich ein tolles Teil. Ich ziehe auch die Jacke nochmal aus. Ich wollte euch nur mal zeigen, die Jacke habt ihr wahrscheinlich eh schon alle. Das ist ja wieder die Turin. Und passt natürlich jetzt perfekt zu der Hose. Ihr könnt das natürlich auch mit einer weißen Bluse oder Top oder so kombinieren. Aber schaut mal, auch so, wenn es dann so 30 Grad sind, einfach nur mit dem Hemdchen hier und mit der Kette, finde ich das total süß. Ne? Das ist irgendwie mal so ein alltagstaugliches Outfit, was man im Sommer dann mal braucht. So, das war's von mir. Die Power-Videos werden auch immer, irgendwie immer länger gefühlt. Ich habe das Gefühl, das sind mittlerweile auch normale Videos. Großer Fashion. Großer Fashion. Ja, ich bin natürlich diese Woche nochmal bei euch. Am Donnerstag ist ja schon wieder ein Feiertag. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ist ja vor allen Dingen eine kurze Woche. Und bis ganz bald, eure Gabi. Tschüss.